Bauern aus Hamburg. Ich habe mich entschieden, in dieser Zeit, wo wir die geliebten, gewohnten Gottesdienstformen so schmerzlich vermissen, ein alternatives Gemeinschaftserlebnis zu schaffen, indem wir mal gemeinsam ein ganzes Buch der Bibel lesen, was ja auch relativ selten vorkommt. Und ich habe mich für die Apostelgeschichte entschieden. Und wir hörten von dem Pfingstereignis und der Reaktion der Leute darauf. Und lesen nun weiter. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorhergesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllte sich, was bei Gott lang zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Und du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer deiner Nachkommen Davids würde auf dem Thron David sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel. Und der Vater hat ihm, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es selbst gesehen heute und gehört. Denn David ist nie in den Himmel aufgefahren. Doch hat er gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. So soll nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigt noch lange weiter und fordert seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation.
die auf einem verkehrten Weg ist. Soweit. Ja, ein langer Text. Ich wollte das ja so in kleinen Etappen machen und nicht zu lange Videos, aber es macht selten Sinn, dass eine Rede nochmal so grob unterteilt wird. Und ja, die ist halt nochmal relativ lang. Wobei, es ist ja wohl nur ein Ausschnitt. So 3 Minuten ungefähr, wenn man sie so liest. Vielleicht bei anderen Sprechern länger als bei mir, aber wirklich nicht viel lang. Und Lukas schreibt ja auch, predigt noch lange weiter. Also das ist halt nur Zusammenfassung oder ein Ausschnitt oder eben so der Kern davon. Ja, und wir werden das noch ein paar Mal haben, weil eben die Apostelgeschichte zu einem Viertel aus Reden besteht. Mindestens 16 Stück, je nachdem, wie man das zählt. Also 16, wo man auf jeden Fall sagen kann, sind Reden. Vielleicht kann man auch kleinere Ansprachen noch dazu zählen. Das kommt je nach Einteilung an. Am Anfang haben wir Petrus und dann ungefähr die zweite Hälfte dieser Reden ist dann von Paulus, weil ja später sich dann die Apostelgeschichte von der Gemeinde in Jerusalem dann doch mehr auf die Weltmission konzentriert und das war dann eben Paulus' Aufgabe. Und von diesen vielen, vielen Reden in der Apostelgeschichte ist dies eben die zweite Rede und die erste Missionsrede. Und ein Grund, warum ich Apostelgeschichte gewählt habe, ist eben genau das. Hier zeigt sich eben so der Urtypus, wie man missionieren kann und sollte vielleicht auch. Und ich glaube, ich werde immer wieder auch darauf hinweisen und vergleichen mal, wie ich das heute so erlebe und wie ich aber da eben so den Archetypus finde, das Vorbild, das Beispiel. Gut, nun fangen wir mal an. Also, Petrus steht auf mit den anderen 11 Aposteln. Also Matthias war voll integriert offensichtlich, wird einfach mal mitgezählt. Und alle haben wohl dann auch gesprochen mit den Leuten, Fragen beantwortet. Aber hier ist eben Petrus als auch ein Fokus von Lukas und seine Rede eben abgedruckt. Und er war ja wohl auch ein bisschen der Sprecher aufgrund der Rolle, die Jesus ihm selbst ja gegeben hat. Hört zu, ich will euch was sagen, ist so eine klassische Anrede damals, wenn man sich Gehör verschaffen will. Also diese Worte, die da im Original stehen, im Griechischen kennt man zum Beispiel aus dem griechischen Alten Testament. Da gibt es eine bekannte Übersetzung, die Septuaginta. Und so wurde immer wieder auch außerhalb der Bibel Reden eingeleitet. Die Leute wussten, aha, jetzt will er zu uns sprechen. Also sind sie wahrscheinlich auch ruhiger geworden. Und er spricht an die jüdischen Männer und die Einwohner Jerusalems. Diese Missionsrede ist eben noch keine Weltmission. Es ist Jerusalem, es geht erstmal um die Juden, zu denen ja Jesus erstmal in erster Linie gekommen ist. Er war zuerst für sein Volk da und es gab immer dann so Ausblicke, dass er auch für die anderen gekommen ist. Auch das hat dann Zeit gedauert. Hier ist die erste Missionsrede tatsächlich noch so ein bisschen innergemeindlich, aber eben an gläubige Juden, die eben noch nicht vom Messias überzeugt waren. Und deswegen wahrscheinlich auch die vielen Bibelzitate, die auch ein wenig ungewöhnlich sind für die Reden in der Apostelgeschichte. Hier ist, also da kommt schon was drin vor, aber hier halt wirklich extrem viel. Aber er spricht eben auch zu gläubigen Menschen, zu denen die Bibel, für die Bibel eine Autorität ist. Im Gegensatz eben zu wahrscheinlich den Leuten in Korinth, wo er dann zuerst mal war. Nee, die Briefe sind ja dann schon an Gläubige geschrieben. Oder dann in Athen auf dem Areopag. Oder auch wenn wir eben irgendwo hingehen, ist die Frage, ob wir halt immer gleich mit der Bibel anfangen sollten. Auch da mal schauen. Wie kennen wir die Leute, die oft auf der Straße stehen, diese selbsternannten Evangelisten, die anfangen mit Bibelzitaten und drohend mit dem Buch wedeln? Gut, hier auf jeden Fall hat er Leuten, da hat er den Anknüpfungspunkt. Das ist genau das, wo er sie abholt. Sie kennen die Bibel, sie glauben an die Bibel, Altes Testament natürlich, zu dieser Zeit. Und ja, er zitiert Joel. Wir haben keine Überlieferung, die exakt dem entspricht. Also er zitiert wohl aus dem Kopf heraus. Wir wissen aber auch jetzt eben genau nicht, welche Varianten damals wirklich im Umlauf waren.
Und es geht eben auch nicht um theologische Richtigkeiten, sondern es geht tatsächlich darum, Zeugnis abzulegen. Und das macht er eben. Und er deutet eben hier das Ereignis und räumt, wie auch später oft nochmal, zuerst mit einem Missverständnis auf. Nein, die sind nicht betrunken. Um die 9. Stunde, also nein, um 9 Uhr, das ist die 3. Stunde, so steht es im Original da, zur 3. Stunde, das ist 9 Uhr, ist man noch nicht betrunken. Okay, ich bin hier in Hamburg, erlebe ich oft anders, aber wie gesagt, andere Zeit, anderer Kulturkreis und bei den Juden war das noch ein bisschen anders, die hatten ja auch nicht so den harten Alkohol. Da war das eben schon eher unüblich und das konnte als Argument damals überzeugen. Sondern, dass es erlebt, ist eben nicht Trunkenheit, zumindest nicht mit Alkohol, sondern jetzt erlebt ihr das, an was ihr glaubt, an was ihr erwartet, weil ihr an die Propheten glaubt, der Propheten Joel. Diese Formel, so das ist es, auch das ist eine typische Formel für, ich lege euch jetzt aus, das ist damit gemeint. Und dann zitiert er eben Joel oder beziehungsweise paraphrasiert ihn oder wie auch immer, wo es eben darum geht, dass Joel sagt, dass in den letzten Tagen Gott den Heiligen Geist auf alle ausgießen wird. Männer, Frauen, auch Jünglinge, sehr moderner Text, ne? Sogar die Diener, also da werden die Klassen aufgehoben. Wenn man überlegt, das war noch mal ein paar hundert Jahre vor, also mindestens 400 Jahre, ich weiß nicht genau, wann Joel gelebt hat aus dem Kopf, aber eben einige hundert Jahre vor der Zeitenwende tatsächlich schon so ein moderner Text, wo alle inkludiert sind. Und ja, er spricht dann eben von prophetischen Träumen und so weiter und sie werden weissagen. Also das, was da geschieht, Pfingsten, deutet er als Prophetie. Wobei hier standen, sie hörten in den eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Ja, was ist denn daran die Prophetie? Prophetie ist vielleicht Weissagen und Wahrsagen, aber nicht unbedingt Verborgenes aufdecken oder Geheimnisse erzählen oder eben die Zukunft vorhersagen, sondern wirklich Wahrsagen im Wortsinne von die Wahrheit sagen. Also durch Gott Dinge auf den Punkt bringen. Zum Beispiel auch hier die Taten Gottes so erzählen, dass die Leute trifft. Oder im Tipp hier eben die Schrift auf den Punkt genau deuten, auf die Situation, die gerade da ist, die Leute erleben, in das Leben hinein. Und ja, der Joel-Text geht um die Endzeit. Und das war so beschrieben, dort am Ende, die Sonne wird finster werden, der Mond blüht rot. Also der Mond blüht rot. Das kennen wir dann später auch nochmal aus der Offenbarung des Johannes. Sonne finster, das gab es auch bei der Kreuzigung. Also natürlich ist das auch ein Grund, warum wir sagen, klar, die Zeit des Heiligen Geistes ist der Anfang der Endzeit. Ne? Es gibt verschiedene Lehren auch über die Heilszeiten in der Bibel und die Zeit der Kirche ist eben dann schon so eine der letzten davon, bevor es eben dann zu dem kommt, was dann in den apokalyptischen Schriften beschrieben wird. Aber es geht vor allem darum, am Ende kommt dann eben dahin. Also das muss jetzt gar nicht um das Ende aller Zeiten sein, sondern auch dann ist die Zeit reif, schlussendlich zum Abschluss, na gut, Abschluss vielleicht nicht, wie soll ich sagen? Im Englischen sagen wir so, finally wird dann auch der Heilige Geist kommen. Also es ist schon noch mal so noch ein Höhepunkt, auf den wir hinarbeiten. Und nachdem er dann den Text dann noch mal in Erinnerung gerufen hat, sagt er wieder, ihr Mensch Israel, ihr wisst, dass Jesus große Taten hatte und Zeichen und Wunder. Also es geht auch da wieder nicht um die Predigten, die er gemacht hat, um die Bergpredigt oder die anderen Reden, die ja auch zahlreich vorhanden sind, sondern Taten und die Wunder und Zeichen. Ne? Wunder und Zeichen, auch die Wunder, die immer auf Gott hindeuten. Also nicht Wundern um des Wunderns willen, ne? War keine Zaubershow, sondern es waren Zeichen, es waren Taten, alles deutete auf Gott hin, es war gegen die Wirksamkeit. Und dadurch ist er bestätigt von Gott. Und ihr habt ihn kreuzigen lassen. Also die haben schon gemerkt, okay, da war was Besonderes mit dem. Trotzdem habt ihr ihn töten lassen. Oder interessant, dass er da die auch direkt anspricht, ne? Ob das nun wirklich das ganze Volk war.
Und er sagt eben, aber er ist auferstanden worden. Und er deutet eben diese Joel-Stelle damit auf Christus hin und sagt, hey, er ist bestätigt, das ist eigentlich ganz klar. Und um nochmal zu erklären, dass eben Jesus mit der Auferstehung der Messias, also den, auf den das jüdische Volk hinhofft, aufgrund eben der prophetischen Sachen, kommt jetzt mit einem Zitat von David aus den Psalmen, also auch wieder Psalmen, in denen, wo David betet um Schutz und Bewahrung, das ist aber auch in der Ich-Form, aber er sagt, da steckt noch viel mehr dahinter. Denn David war auch ein Prophet, sehen wir jetzt gar nicht mal so, wir ordnen den nicht als Propheten zu. Die Muslime machen das heute noch. Und eben auch zumindest die alten Juden. Und die sagen, er hat da eben nicht nur über sich gesprochen, das wahrscheinlich auch, sondern er hat eben auch was vorausgesagt in dem Fall. Beziehungsweise eben, ja, vielleicht war es in dem Fall tatsächlich dann die Prophetie auch als Voraussage. Auf jeden Fall sagt er, da ist noch eine andere Ebene mit drin. Also das Gebet wird dann auch als Vorhersage über den Messias gedeutet. Und die Bitte um Schutz, ihn nicht sterben zu lassen und irgendwann zu verrecken und im Grab verwesen zu lassen, wird dann auch die Auferstehung hingedeutet. Und damit eben auch Pfingsten mit Jesus in Verbindung wiedergebracht. Also zusammen mit der Joelstelle dann auch. Und er begründet eben auch und sagt, hör mal, das ist nicht nur ein Gebet, weil David starb und sein Grab befindet sich hier. Das könnt ihr besuchen. Also diese Bildsprache hat noch eine zweite Ebene, weil sie trifft ja sonst gar nicht zu. Und deshalb bezog sich diese Weissagung auf Jesus, denn auf den trifft es zu. Genauso wie David nicht in den Himmel aufgefahren ist, aber Christus ist es, das haben sie ja selber gesehen. Und so soll jemand wissen in Israel, dass Gott diesen Christen gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also er argumentiert mit dieser Bibelstelle und ein bisschen mit Logik und zeigt, okay, seht ihr, aufgrund der alten Voraussagen und dem, was wir erlebt haben, ist klar, dass Jesus der Messias war, der Christus, der Gesalbte. Und dann kommt möglicherweise ein Einschub von Lukas, meinen manche Ausleger. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, beziehungsweise wortwörtlich da drin, durchbohrte ihr Herz. Also sie waren ganz durchdrungen davon, sie waren getroffen. Es war halt wirklich so vom Geist geführt, eine Punktlandung, diese Rede. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Ja, das ist eben auch wieder so eine Sache, wie läuft Mission ab? Er hat hier geworben. Er hat ihr Herz geöffnet und sie dann gar nicht gedrängt irgendwie, ja, jetzt müsst ihr euch bekehren sonst, sondern die fragen, oh Gott, was müssen wir tun? Das ist ja total ergreifend. Ja, was heißt das jetzt für mich? Bitte. Und da haben sie fast gedrängt wahrscheinlich. Was sollen wir tun? Und dann, nachdem diese Frage da war, nachdem sie wirklich motiviert waren, nachdem es aus ihnen selbst herausgebrochen ist, zu wissen, okay, ich muss einen nächsten Schritt tun, dann sagt er ihnen, kehrt um. Wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also auch selbst da wird weitergeworben. Also wird auch nicht gesagt, kehret um, sonst landet ihr in der Hölle, was ich ja immer wieder so von diesen Emissionsgesprächen halt höre, sondern sie sagen, hey, gut, ihr habt gefragt, dann sage ich euch, was Sache ist. Und was ist der Gewinn davon? Eure Sünden sind vergeben und ihr werdet sogar noch beschenkt werden. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, den ihr gerade erlebt habt. Geht auch, das gilt auch weiter. Also nicht nur die, ihr hier seid, das kann auch weiter funktionieren. Also von da wird auch fast eine Art Missionsauftrag gegeben, erzählt damit auch weiter, allen, die berufen sind. Und der predigt noch lange weiter, aber die wollten ja wohl auch was hören. Und rettet euch für diese Generation, die auf verkehrtem Weg ist.
Aufforderung, kein Drängen, kein Drohen, ein Werben, ein Herz öffnen, bis ein Verlangen da ist und dann das Verlangen beantworten. So, ich mache jetzt Schluss. Wie gesagt, war ein langer Text, war viel zu sagen, gibt auch noch mehr. Das Video soll nicht zu lang werden, das ist wahrscheinlich jetzt schon mit Abstand das längste dieser ganzen Videos in der Reihe, ob wir sind erst bei Kapitel 2. Deshalb, lass uns lieber in den Austausch gehen und ein paar Gedanken von mir kommen mir vielleicht als Antworten auf eure Gedanken, auf eure Widersprüche auch, auf das, was ihr dazu zu sagen habt.